Hadariel. Hadariel ist eine andere Schreibweise für Hadraniel oder auch Hadarniel. Hadariel bedeutet Majestät Gottes, Größe Gottes. Hadariel ist einer der Türwächter in der zweiten Tür im Himmel. Hadariel spielt eine wichtige Rolle in der jüdischen Engelskunde. Insbesondere in der Kabbalah wird von Hadariel gesprochen. Hadariel soll 2,1 Millionen Meilen Größe gehabt haben. Also sehr groß. Hadariel soll Mose in Angst und Schrecken versetzt haben, als er im Himmel ankam, um die Tora von Gott zu empfangen. Hadariel musste von Gott aufgefordert werden, freundlich zu Mose zu sein. Hadariel spielt in der Gnostik nicht die ganz große Rolle. Hadariel ist dort einer der sieben Untergebenen zu Jehuel, dem Prinz des Feuers.